Deswegen muss ich erstmal kurz wieder reinkommen. Wir haben 11k, wir haben ein bisschen wenig Tools und Supplies, das Essen ist übel hoch. Achso, weil wir den Koch gekauft hatten, ne? Dann brauchten wir ein bisschen was genau. Den Cook, den Negotiator, den Surgeon, Lookout. Ja. Im Lookout bin ich noch nicht so richtig überzeugt, dass der geil ist, muss ich ehrlich sagen. Die hätte ich, glaube ich, nee, 90er nicht. Generous Reserve, das würde ich noch gerne reparieren. Das würde ich noch gerne reparieren. Das. Das. Yes. Hier hat man keinen guten Auftrag. Hier hat man auch keinen sinnvollen Verkaufspreis. Wie gesagt, Essen haben wir genug. Boah. Lass mal nach Kronenkog gehen. Ich glaube, von da kam ich nicht. Ach so. 14 Nachtseher sind eigentlich voll okay, oder? Und so, wie steht es mit unseren Leuten aus aktuell? Alle ziemlich happy. Wir hatten Nightcrawly und Svenno reingenommen. Wenn wir entspannte Fights machen, sollten wir die entsprechend auch einsetzen. Zum Beispiel anstatt Tanjuschka. Achso, genau, und Code Blue hat man mit der Wars Guide genommen. Aber wir können auch das hier tauschen, so rum. Ah, du hast noch ein bisschen wenig Rüstung. Glaube, können wir sogar so machen, oder? Brauchen doch unser Riesencleaver nicht. Die uns angreifen wollen würden. Ich glaube, die haben wir nur Running XP gerade. Nachtzehrer recently. Das sind noch andere Nachtzehrer. Guck mal her, wir versuchen das mal. Ich glaube, ich bin aber jetzt gerade bei Nacht rein. Nee, bin ich nicht. Ja, guck mal, das sieht sehr, sehr entspannt aus. Wenn die nämlich vor uns wegrennen, wenn die vor uns wegrennen, sind die sehr wahrscheinlich scheit. Aha, da sind noch ein paar größere. Wir bleiben in Line. Können uns überlegen, hier jemanden hinzuschicken. Die Sonics. Sonics, du gehst mal da rein. Damit wir das dort haben. Weil hier ist ja eh geblockt. Dann kann er hier ein bisschen den Highground benutzen. Dein Ass decken wir mit den Leuten. Ansonsten bleiben wir in Line, wie gesagt. Yes. Plop, 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 plop. War abzusehen. Da geht auf meinen Bonker, okay. Haben wir nur zwei rangeschickt. Das hat sie irgendwie nicht so begeistert allesamt. Du wartest nochmal. Du machst mal einen Step nach vorne. Du wartest auch noch. Ja, wenn ich jetzt nach vorne steppe, habe ich sowieso nichts zu tun, deswegen wartest du auch noch. Wir müssen mit dem laufen. Ach komm, Sono, du gehst ja jetzt ran. Sehen, was der Rest so tut. Ja, guck mal, sie kommen wieder rein, damit wir nochmal zuhören dürfen. Das ist aber nett von ihnen. Das ist das Schöne an solchen Viechern. Es wohnen einfach wie vier Leute. Du warst schon, ne? Dein Turn ist dann. Du wirst hier hingehen. Dann muss ich mit dir mal außen rumlaufen. Benno. Dann, wenn er. Mach mal so.
Könntest dort noch rangehen, dann können wir dich hier hinstellen wenigstens, so. Nee. Oh, nice. M-Lane ist inzwischen ein sehr guter Dude. Ja. Highground braucht man anscheinend inzwischen nicht mehr. Try it, bitch. Der Ben. Ben kann schon hier ordentlich rein. Bonken. Ha! Du denkst, du hast unsere Backline. So, so. Das war eine Falle. Jetzt hat die Backline dich. Ah, Nightcrawler verteidigt sich ganz gut. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Oh, jetzt sind wir Stufe 3er. Ist nicht mehr so schön. Schade. Double Bonk. So, und damit hat Svenno sogar einen Kill gemacht. Geil. So, und der Level 3er will rennen. Das ist das, was ich nur erreichen wollte. Loot aus, du Sau. Noch ein getötet, der rennt auch schon. Random down. Sehr geil. So, gehen wir mal abholen, nochmal einen Kill. Xander einen Kill geben, war Quatsch. Lieber hier Code Blue, yes, du sollst einen Kill haben. Wenn er heute noch einen zweiten Kill für die extra XP. Bonkening is happening. Ja, der Nightcrawler hittet nicht. So, da hat Sonics noch einen Kill. Ich glaube, Sonics ist auch noch nicht Max Level und du machst nichts. Für den Fall, dass jemand anders den Kill kriegt. Du hast, glaube ich, den Kill gekriegt. Aber Lou hat ein Level Up. Geil. Nightcrawler 230 XP, 260 XP, das ist schon ziemlich fett. Und ich glaube, wir hatten noch Training auf den Jungs. Das ist doch geil. Du Level Up. 3. 3. Ja. Den haben wir mal anderen genommen. Ich glaube, die anderen sind gar nicht so frontlinerig unterwegs. Ihr Moral wäre natürlich schon okay, weil er ist ein Gladiator, er ist noch nicht umgebaut zu einem Kultist. Wir müssen ihn, inzwischen weiß ich, ich habe nachgeguckt, dass Kultisten nur dumme andere Leute holen können. Was er halt ganz und gar nicht ist, er hat ja hier sogar den Trade, dass er schlau ist. Ne, was also das genaue Gegenteil ist. Ja, Resolve wäre, glaube ich, ein ganz guter Punkt. Ne, also hier erst. Ach ne, Training Experience, vergiss es. Quatsch erzählt. Ja, aber wir müssten ihn, wie gesagt, irgendwann mal dumm machen. Das heißt, wir müssen ihm eigentlich eine Kopfverletzung zugeben. Und hoffen, dass er daran stirbt. Also, umgenockt wird. Damit er dann den dummen Trade kriegt. Den hier. Brain Damage Trade. Aber. Als Backliner kriegt der Backstabber. Ja. Hier noch Mozzarella-Bräune. Moment, wie geht's dir jetzt? Ich geb's auf jeden Fall noch, muss ich nur kurz finden. Jo, du bist Level 8 Kultist. Bist schon Stufe 2 Kultist, ne? Du dir schon ziemlich viel egal, hast so viel Resolve dadurch. Aus Battleforge, du bist gut dabei. Ja. Ist unser einziger Einhand-Axtkämpfer.
Ja, aber hast auch ordentlich Defense und HP ist auch, ist jetzt nicht riesig, aber ist okay. Dafür hast du halt Battleforged. Genau, als nächstes kriegst du auf jeden Fall noch Killing Frenzy und irgendwie so Fearsome oder sowas. Alia de Jean. Ich hab ich nicht. Eine ganze Weile schon. Falls du reinlückst, da vergesse ich das immer, wenn gelurkt wird. Guten Morgen, Jean. Ja, hab gut auf dich aufgepasst. Bist gut dabei. So, was gibt's denn hier? Achso, erstmal müssen wir saufen. Erstmal einsaufen. Geil. Also, insgesamt sind wir ziemlich nice dabei. Ah, gut. Vielleicht machen wir erstmal eine Quest, damit ihr mich wieder lieber habt. Und dann gucken wir nochmal, wie es Tools and Supplies aussieht. Some business. Nice catch. I wonder if that's what got brigands, I mean. What? Brigands up. Wären, I guess. Ja, gut. 890 für Tracks. Und das ist. Karawane. Dann machen wir erstmal hier die Tracks. Haben wir hier vielleicht noch jemanden, den wir haben wollen? Ein Schwertmeister. Für 7k. Er fängt mit 70 an? Hat Iron Jaw? Yo, what? 15 Melee Defense, hat fast keine HP. Fast 0 HP. Und keine Ausdauer, aber er fängt mit unfassbar hohem Skill und Melee Defense an. Ja. Aber er hat auch keine Initiative. Also es ist eigentlich nur ein Backliner. Boah. Also der hat halt keinen HP. Warum hat denn den Schwertmeister kein HP? Aber der alt ist, oder? Age may have taken, ja genau, on physical attributes. Ja, okay. Ja, der ist nicht mehr so schnell. Aber, what the fuck? Fragen? Nee. Guck mal, will ich jetzt nicht da reinbuddern. So, deswegen erstmal Tracks nach Nordosten. Tracks followed. Was? Entering Coronwood isn't long as the zone of the cultists is bothering the locals. Zono! You need to stop this, Zono. It reflects badly on our company. Put these peasants in place. You need to stop this. Grab him by the forearm and bring him back down. He swings around looking at you sternly. The old man backs off soon, collected by caretakers that shall never do that. Save it for when we need to do this. Northern soldiers? Nomads? Northeast? Ich bin dumm. Bin in die falsche Richtung gelaufen. Bin ich wieder mal von den falschen Pferden. Hier, da ist unsere Pferde, die wir brauchen. Brigands. Brigands! Okay, die weiteren Informationen auf Dingen sind gar nicht so geil. The undead are rising all over the lands, killing and devouring at sight. We need to put an end to this soon, or soon there will be no world as we know of left. The walking dead are terrible curse of a man that burned some of their lairs on the ground and earned respect. Ja. Dann wissen wir, wie die Untotenplage abläuft gerade. Let's go. Winning. Defeat the undead scourge winning. Winning sind wir dann, oder was? Hoffe ich mal. Alter, wie weit sind die gegangen? The fuck? Wie weit sind die hier gelaufen? Was zur Hölle? Ach du Scheibenkleister, von hier unten. Die sind gleich in der Wüste. Ach du Scheiße. Eieieiei. Ach du Scheiße.
Nee, du nicht zuerst. Du geht keiner da oben drauf. Wie viele Defense hat Nightcrawly eigentlich? Nur 24, ey. Krass, da haben sie sich echt gut geschlagen. Aber dass er nur 24 hat. Hallo. Gehen wir hier komplett vor. Depp, du guckst mal da oben irgendwie rum. Sono kann hier nach vorne gehen. Wir stellen uns hier noch dahinter. Wir können sogar noch schießen. Guck mal an. 39%. Batz. Geil. Better Hit. Hat Abbruch gut gemacht. Hat schon ihm die Hand gebrochen, dem Jungen. Er hat dann mal lieber hinterm Schild versteckt. Die Hand. Ja, ja. Nehmt eure Schilder hoch, Jungs. Nehmt eure Schilder hoch. Sonst geht's euch wie ihm. Plötzlich ist die Hand ab. Plötzlich ist die Hand am Moment. Du bist Ben. Du kannst damit rein. Schade. Kommt sogar ran. Oh, aua. Ja, ne? Es ist vielleicht nicht unsere stärkste Stärke, Range Defense, wobei die immer 5% und 15% Sachen haben, also. Batz. Guten Tag. Ich stelle mich mal hier hin. Attacken kann ich eh nicht mehr. Der wird irgendwie rumgeballert, ey. Ah, oh, der hat schon keine Lust mehr. Guck mal. Oh! Stun! Stun auf einen von meinen Dudes. Wir rennen mit dir hier rein. Positionierung ist halt immer ein bisschen schwierig mit den Zweihandsachen. Trotzdem gehittet. Hier war noch Platz. Ach, geil. Schön eingeschnitten. So, was haben wir jetzt hier? 40% Hits. 50% Hits. Na dann. Ich glaube, Leute, ich schaff das nicht. Oh, der wird getauscht. Der wird rausgetauscht, obwohl der weglaufen will, die Schweine. Xan braucht ja theoretisch keiner. Builds. Abbruch brauchen wir. Sehr schön. Moment, jetzt kann ich doch den hier machen, oder? Ja, funktioniert. Insgesamt irgendwie so. Gehen wir dahin. M-Lane. Den mal ein. Nightcrawler nimmt sich den Kill. Sehr schön. Wird auch schon wieder der Fliehende rausgetauscht. Ich glaube, es hackt. Ich glaube, es hackt. Fliehende raustauschen. Das ist ja der Fliehende. Der Vollgemeine. Kriegt ihr die Kills nicht? Ah, doch, den kriege ich. So, wer ist dran? Du bist dran. Schade, ich dachte, ich könnte mal kurz wegschubsen und hier oben langlaufen. Schade. Wann versucht er auf die offenen Backline zu schießen? Dö-dö-dö-dö. So, wie geht's euch denn so? Nicht so gut, ne? Hab ich gehört. Ich darf nicht da rein. Ich müsste switchen mit dem, damit ich noch attacken darf. Nice Hit. Der Kill ist gut. Ich hab, glaube ich, alle Controls, ne? Alle Zone of Controls.
hier geblieben. Du Sonics, welches Level bist du? 9. Du kannst das also nicht tragen. Geh mal hier ran, damit er nicht wegläuft. Du bist Sono, mit dir will ich gar keine Kills machen. Machst noch den Step hier nach unten. Downstep hier nach unten. Achso, ja, Untotenplager. Ich vergaß es wieder, dass die wiederkommen können. Erstmal die hauen, die an meiner Backline stehen. Komm mal hier hin. Machen wir einen Step nach hinten. Nachzuladen. So, you down. Sehr schön. Tops, die hat so eine geile Hitchance inzwischen. So eine geile Hitchance. Ja, wir können die aber stehen lassen. Sonics hat das umgenietet. Ach ne, wir hätten hier noch hingehen können. Das ist, glaube ich, auch durch. Jo, ist durch. Sehr geil. Emily, Nightcrawly, Svenno, alle Level up. Geil. Lief. 1800. Nee, ich will das diesmal wirklich machen, auch wenn es echt im Arsch der Welt ist. Den will ich mich eigentlich gut stellen. So, aber jetzt mal jede Menge Level-Ups. Plus 3 nehme ich auf jeden Fall, plus 2. Hätte noch Backstabber, dann geht das schon. Resolve ist fein. Ausdauer, Ini. Ini ist eigentlich wurscht, nehme ich glaube die plus 3 noch mit. So, er hat einen Perk. Kann aber nur mit einer Person, also Reach Advantage, er kann immer nur einen pro Runde hitten, außer er triggert halt Berserk, dann kann er zwei hitten. Ist also nicht ganz so geil. Und er hat einen erstmal nur. Ja, es ist die Frage, ob ich ihm Battleforged gebe einfach. Weil so wenig hat er gar nicht. Einfach nur für die Defense. Brawny Battleforged. Gib mir mal Battleforged. Weil er hat jetzt schon 86%. Also wenn er mal gehittet wird, dann lebt er hoffentlich ein bisschen was. So, Nightcrawly, was soll man eigentlich aus dir machen? Du bist ja ein Kultist. Haben wir eine 90er, hier haben wir noch ein paar 140er Rüstungen. 105er, die wir eh wegschmeißen. Lohnt sich zu reparieren, das nicht. Besseren Äxte, die lohnt sich auch noch zu reparieren. Das da. Mal wieder irgendwo unseren Shit abladen. Halt. Ich wollte die ganzen Level-Ups machen. Ich habe aus den Escape gedrückt. So. Ja, bis jetzt ist noch nicht ganz klar, was wir aus dem machen wollen, ne? Und da du das hier hast, wahrscheinlich ein übel fetten Battleforged Frontliner. Das heißt, wir brauchen aber auch die zwei am besten. Würde ich sagen. Das heißt, du brauchst auf jeden Fall aber auch Brawny. Und dann kannst du jetzt schon theoretisch schwere Sachen tragen, wie zum Beispiel einen schweren Helm. Du hast jetzt einen 105er. Wie wär's denn? Ein 215er. Was? Du hast eine 145er Rüstung, da haben wir glaube ich keine schwere Variante, oder? Nee. Da haben wir keine bessere Option. Oh, wir haben sogar einen 230er Helm. Hier, zack. Hast dir verdient, Nightcrawly. Schön schwarz angemalt, passt doch zu dir. So, dann haben wir Abbruch. Endlich bei 70 Range Scar gekommen ist. Yay! Bam, 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 bam. Ich weiß gar nicht, was man so jemanden gibt. Quick Hands vielleicht ganz nett. Overwhelm für den Fall, wenn er mitten durchkämpfen muss. Dass er dann doppel overwhelmen kann und hoffentlich nicht gehittet wird. Wäre vielleicht eine Option.
Und vor allem, wenn wir auch mal auf die Canon wechseln. Ich glaube, ich gebe ihm Overwhelm. Es ist halt, ne, wenn er andere Varianten macht. So, 70. Fünf. Wenn er schön früh rankommt und dodge er sowieso. Hier noch drei. So. Dann sollte er im Nahkampf auch wenig gedealt werden. Und Xan hat halt ein Level Up. Das ist aber wurscht. Relativ wurscht. So. Svenno, was machen wir eigentlich mit dir? Ah, bei dir ist, glaube ich, noch relativ straightforward. Plus 1. Übrigens lag ich gerade bei Crossbow auch nicht schlecht, um die Gegner früh zu debuffen. Ah, du meinst, weil so viel ja, ignoriert wird, stimmt. Könnte man da vielleicht sich überlegen, ja. Hast du recht, die hatten ja nicht mal den guten Crossbow. Müssen wir irgendwann den guten Crossbow kaufen. Stimmt, stimmt. Könnte man sich überlegen. Überlege ich gerade, ob ich will das und das haben, weil ich glaube, ich wollte mit dir auf Dodge und HP gehen. Weil du super wenig Base-HP hast. Ich glaube, du solltest auch einen Nimble Dodge werden. Ja, wie gesagt, der braucht auch noch die besseren Crossbow. Aber wir haben ja noch ein paar Punkte, die wir vergeben können. Bei ihm ist es Level 8. Kriegt man noch was. Um ihm dann zu vergeben. Ich hoffe, jetzt sind die Tools und Supplies günstiger. Gerade eben war es, glaube ich, bei 230 oder so. Let's see. Mozzarella Bräun, du spielst nicht zufällig auch Path of Exile, die neue Liga, die jetzt losgeht. Ich glaube, aber die Überschneidung zwischen Battle Brothers und PoE ist, glaube ich, nicht so hoch. 890 Kronen. Wie gesagt, war absolut wasted dafür. Es kostet 240. Ach, ihr seid doch scheiße. Aber ich brauche ein paar. Kann ich jetzt einfach nicht ändern. Oh, wir haben noch eine schwarze Farbe. Die nehme ich mit. Alles ist teurer geworden in der Zeit, während wir weg waren. Ach, ihr seid doch kacke. Ihr seid doch richtig meh. Du hast, glaube ich, noch einen fetten Helm. Was sind so die dicksten hier? 52er Helm. Da sehe ich uns. Der 52er Himmel ist auch schwarz. Zack. Unser Dieb, damit er nicht so gesehen wird in der Nacht. Da war mal ein Dieb, er ist eigentlich gar kein Thief mehr. Inzwischen ist er ein Cultist. Topsy, the Cultist. Mal kurz durchgehen, nicht, dass die hier. Der ist nämlich auch kein Brawler mehr, der ist auch ein Cultist. Das ist ja, damit ich weiß in den Events, wen ich opfern will und wen nicht. Martyrer. Ich kenne das Spiel nur vom Namen her, aber mehr auch nicht. Okay. Also, falls du morgen wieder einschaltest, morgen früh werde ich PoE spielen. Aber wenn nicht, verstehe ich das auch. Wie gesagt, weil es ein ganz anderes Spiel ist. Hier habe ich noch gar nicht gemacht. The Beast Slayer. Also, auch noch mal im Discord hast du vielleicht schon ein bisschen mitgekriegt. Da ging schon ein bisschen was ab in die Richtung. Achso, können wir hier wenigstens ein bisschen verkaufen, unser Shit? Sind die Verkaufspreise? Ah, 20, das ist okay. Dann können wir das hier raushauen. Hier haben wir sogar eine. Hä? Warum haben wir denn die gute Armbrust und die niemandem gegeben? Gibt ja gar keinen Sinn. Warum spielt denn der mit der alten Kack-Armbrust? Alles klar, da bin ich gespannt. Hast du denn schon mal sowas, so ein Hack and Slay wie Diablo oder so gespielt? Oder hast du noch keine Berührungspunkte dazu? Ein Fighting-Spiel würde ich, glaube ich, behalten. Finde das Kopisch, glaube ich, immer noch besser als das Military Cleaver. Weil es aber so viel mehr Rüstungseffizienz hat. Verkaufen wir das verkaufen wir. Die Swordlands. Wäre noch ein AOE in der Backline, deswegen will ich keinen Billhook haben. Das können wir verkaufen, das können wir verkaufen, das können wir verkaufen. Das. Die brauchen wir nicht. Die brauchen wir nicht. So, wir haben jetzt jede Menge Sachen wieder verkauft. Hier ist noch was zum Verkaufen. Ja.
Und wir haben uns 80 Gold, noch mal 100 draus haben wir hier. Eine relativ glatte. Das hier würde ich gerne noch mal haben, damit wir ein bisschen Ersatz-Blutungssachen haben. Ja, und dann würde ich mal sagen, ab nach Treitenfeste. Treitenfeste war doch relativ nah, oder? Treitenfeste ist die Resort, let's go. Wir vielleicht den nächsten Auftrag holen. Ich glaube, ich habe mal damals Diablo 2 probiert, als es rauskam. Ja, so alt bin ich ja auch. Aber sonst mehr auf anderen Spielen hängen geblieben, vornehmlich First-Person-Shooter und Echtzeit-Rundenstrategie. Das ist aber auch nicht so eine übliche Kombination, oder? Also wenn ich mir so Leute vorstelle, die viel First... Also jetzt nicht Taktik-Shooter, klassische First-Person-Shooter, so, da denke ich so an Call of Duty und Battlefield vor allen Dingen. Das sind für mich nicht die Leute, die viel Rundenstrategie und sowas machen. Bei Squad und so sehe ich das schon eher, dass das ein bisschen Überlappung hat. Wie gesagt, bei den anderen Sachen eher nicht so. Wir müssen mal kurz bis Tag warten. Tag ist jetzt. So. Wir haben Well Supplied erreicht. Hier ist sogar billiger. In der Feste ist es billiger, Tools und Supplies zu kommen. Schon Half-Life noch, Far Cry, Quantum Conquer, Heroes, solche Sachen. Ja, ja. Ja. Owlhammer. Mittlerweile auch EFT. Ja, EFT besitze ich sogar schon eine ganze Weile auch. Aber ich spiele es nicht mehr. Die Season Resets sind mir dort zu anstrengend. Zu häufige Resets. Macht wenig Spaß mit deinem System. Okay, das habe ich gar nicht so das Problem, dass das System versagt. Hast du ein bisschen niedrigeres System, dann. Ja, das ist natürlich blöd dann. Habe ich eigentlich so fucking viele Helme jetzt? 200, 200, 105er, 115er, 180er. Viele unterschiedliche Helme vor allen Dingen auch. Glaube ich nicht so smart. So viele unterschiedliche Helme zu haben. Hier ist der Verkaufspreis, glaube ich, nicht. Doch, 20 ist okay. Ah, ne, ist er nicht. Aber meint. Der ist gerade auf 16. Aber das mit dem Wipe soll ja irgendwann besser werden. Also ich habe EFT damals angefangen, oder mir gekauft, besser gesagt, den Zugang. Die 767K. Ist ein bisschen älter. Also ich habe EFT damals gekauft, als ich... als es noch rauskam, als du noch in der niedrigsten Stufe konntest du, glaube ich, gar nicht spielen, in der nächsten mit zu 25% und in der dritten zu 50% und der höchsten nur zu 100%, was irgendwie 170 Euro waren. Da habe ich EFT gespielt, das war irgendwie 2017 und da haben sie gesagt, ja, irgendwann haben wir eine geschlossene Welt. Ich glaube nicht, dass EFT irgendwann besser wirklich zusammenkommt. Das ist so ein Star Citizen im First-Person-Shooter-Shit, ey. Ja, Moment. 6700K, der ist doch 2014, oder? Die 7, 6700K, ich hatte mal 6600. Halt kein 6, ein i5. Der kam raus. Ich habe jetzt 2014 gesagt, ne? Wie steht denn das hier? Nee, drittes Quartal 2015 sogar. Ja, siehste, das sind ja erst 5, 8 Jahre. Ja, komm. Meine Freundin spielt noch mit einer 1060 3 GB, ja? Alles im Rahmen. Oh, guck mal, wieder ein Helm für Xan. Unruly Golden Skull Cap. Vision minus 3, Maximum Fatigue minus 14, 268. 260er Helme, was kosten die sonst so? Alter, what? Barabbas Brimstone Warden. Jetzt geht's ja aber ab mit den
Habe ich inzwischen durch auf eine 2070 upgrade. Ich glaube, die Graka ist auch viel wichtiger heutzutage. Es sieht aus wie eine Legendary-Version von dem... Living Wood Shield. Und Files mit dem quite obviously crafted by Master Shieldmaker. Minus 14. Minus 14 ist, glaube ich, sau gut, ne? Weil das ist schon minus 16 eigentlich. Minus 14. Problem an Schilden ist, dass die halt wirklich kaputt gehen können. Ich weiß nicht, ob ich so viel Geld in ein Schild investieren will, was mir einfach von einer Ork-Horde oder so komplett zerhackt wird. Und dann habe ich es halt nicht mehr. Ich glaube, deswegen würde ich das nicht machen. Das Einzige, was ich halt mal für den Champion-Dude sammeln kann, wenn ich hier günstige Varianten mitnehme, wie zum Beispiel hier Robbers Baron Guardian, damit ich 3 Named Shields habe, um ihn anzuheuern. Das ist sogar ein Upgrade gewesen, die 1060 3 GB, mehr oder weniger. Das ist nämlich eine Grafikkarte, die ich noch auf Reserve hatte. Und das ist eigentlich ein Rechner, den habe ich, weil wir sind zusammengekommen zu Corona-Zeiten, hatten so ein bisschen Fernbeziehung, beziehungsweise sind immer hin und her gefahren, so im 2-Wochen-Rhythmus. Und da hatte ich halt den Rechner aus Resten von mir zusammengebaut und ihn bei ihr hingestellt, damit ich da zocken kann. Und auch streamen und sowas. Halt offensichtlicherweise nicht die besten Games, aber es hat gereicht. Genau, ich habe dann sowas wie Dark Souls gespielt, oder da reicht das. Und sie hatte aber dann das Problem, dass sie einen, ich glaube eine R9-290 hatte, eine Radeon von 10 Jahre alt, war damals ein ziemliches Topmodell. Irgendwie sowas, also sowas in der Richtung. Und jetzt hatte sie Windows 7 und es sind aber immer mehr Spiele rausgekommen, die sie gerne spielen wollen würde. Die Windows 10 erfordern zwangsweise, dass es gar nicht anders geht. Und dann war es auch, okay, sie muss auf Windows 10 upgraden, aber ihre Grafikkarte hat keine Treiber mehr für Windows 10. Sie braucht also mindestens eine neue Grafikkarte und dann hat sie mir quasi mein Ersatzsystem, weil wir dann zusammengezogen sind, für günstig abgekauft. Ich glaube, ich würde mal das einfach nur als Named-Ding mitnehmen, damit wir mal anfangen, die Named-Items zu sammeln. Würde ich sagen. Gar nicht, um das Ding zu benutzen, sondern wirklich nur, um zu sammeln. Wobei der hier halt deutlich mehr Melee-Defense hat. Ich will aber nicht einsetzen. Der kostet auch 1500 mehr, 1600. Wir kaufen den. So. Was haben wir hier für ein Ding? Our heads you can collect. Okay, das sieht nach... Ja, das sieht nach Patrouille aus. 75. Bisschen mehr hätte ich schon. Patrouillieren und 30 Köpfe sammeln. Wir sollen nicht nur patrouillieren, wir sollen halt auch wichtig die Köpfe sammeln. No. Hier hätte es eine geile Waffe gegeben. Dammit. Hätte ich aufpassen müssen. So, wir sollen nach Sonnenwehr und irgendwo müssen wir halt Dudes finden. Irgendwo müssen wir Gegner finden. Die Named Items brauche ich, wenn ich hier den Bounty Hunter anlocken will. Da brauche ich 3 in meinem Besitz. Wodurch ich dann Kohle kriege für jeden Champion, den ich kaputt gemacht habe. Und es kommen mehr Champions. Was wieder zu mehr Named Items führt, wo man wieder geile Endgame Items sich halt farmen kann. Wollte ich mal probieren, ob sich das lohnt. Dafür wollte ich es haben. So, Weißenschacht. Ich finde jetzt wieder niemanden, ne? Da muss ich ein bisschen rumgucken. Und das war halt ein günstiges Named-Item, deswegen habe ich das jetzt mitgenommen dafür erstmal, weil die halt relativ selten sind. Wir gehen trotzdem mal rein. Aber wenn wir hier schon sehen, können wir mal eine Runde saufen, ne? Und außerdem gibt es hier ja nichts mehr günstig, vergiss es. Ich habe Bullshit erzählt. Ich dachte, hier gibt es was günstig. So, jetzt müssen wir zurück, aber wir müssen eigentlich noch Gegner finden irgendwo. Wenigstens ein paar, damit unser Auftraggeber happy ist. Ja, Brigands zum Beispiel. Let's go. Let's go. Perfekt, 14 Brigands. Das sind 1000 Kronen. Perfekt. Rein da in die Luzi. Hört auf, meine Backline zu schießen, ihr Schweine. Ihr kleinen, kleinen Schweinchen. Wird auf meine eigentlichen Leute zu schießen, ihr kleinen, kleinen Schweinchen.
Moment, warum steppt hier... Ach, hier oben steppt wahrscheinlich noch jemand rum, ne? Jetzt werfen die hier wieder irgendwie eine Scheiße. Finde ich echt unangenehm. Sowas. Ah, da oben, da ist der Mann, what? Das ist Trägepositionierung. Gehen wir mal da rein. Das dürfen wir noch schießen, theoretisch. Gehen wir doch mal den. Ein Hit. Und schön die Leute buffen. Ja, funktioniert nicht so gut, ein Schild gegen Flegel, ne? Du Flegel. Er hat ein relativ gutes Zweihandschwert. Bin ich ein bisschen perplex. 30, 52. Dann. Was? Dann Overwhelm Stack. So. Ja, guten Tag. Warten wir mal kurz. Ah, gut, dass wir gewartet haben. Zack. Weg mit deinem Schild. Can you stop shooting? In den Büchsen müsste aber auch noch welche sein. In den Büschen. Ja, ja, ich habe ja schon gesehen. Den. X, Motherfucker. Jetzt rennen die außen rum, ey. Zack. Die haben vor allem alle Schilde, das ist so nervig. Und der da oben hat kein Schild. Der an meinem Dude dran steht. Ach. Der an meinem Pflege und meinem Dingens-Dude dran steht. Ja. 82er nicht hittet, weil ich 92 rolle. Ach, scheiße. Ach, scheiße. 61. Er wird schon der beste Hit sein, ne? 61. Zack! Dann brauche ich keinen Kill. Dann geht ein Schritt weiter. Wieder rumgeswitcht, ey. Die sind sogar echt gut ausgestattet, auch mit dem Schwert und so. Für Brigands. Und den ganzen Schilden. Die sind gar nicht so ohne, die Jungs. Und die hauen mich sogar ganz schön. Die hauen durch meine fette Rüstung durch. Absolute Frechheit. Dann braucht aber eigentlich auch keine Kills. Der piekst mal die anderen Leute nieder. So, M-Lane, du kannst noch einen Kill nehmen. Ja. Du kannst noch einen Kill nehmen. So. Nightcrawler, die kommen schon. Geh doch! Geil! Geil! Jetzt ist vorbei, würde ich sagen. Jetzt ist durch. So, ihr rennt alle hier unten, dann kann Sono weiterlaufen. Zack. Ben braucht eigentlich auch keine Kills. Laufen die weg. Ups, hat die Schweinchen.
glaube, es hackt. Bleibt ihr hier? Ich brauche eure Köpfe. Jeder Kopf ist 70 Kronen wert. Fast 80. Kommt rein, hat keinen Bock mehr. Oh, hier bin ich, glaube ich, ein Stück zu weit rangesteppt. Oh, nein! Das war der Falsche. Der komplett Falsche. Musst du da unten hin, Nightcrawly. Musst du da unten die Leute festhalten. Damit der hier nicht komplett for free abhaut. Juden. Renn mal den hinterher, damit wir ihn hier noch kriegen. Ich lass mir hier durch. Er kommt weg. Die Sau. Schneide ihn auf. Er blutet sich eh tot, bis er voraus ist. Oh, der wollte sogar noch kämpfen. Hoppala. Geh doch. Hallo, rennen sie weiter. Rennen sie weiter. Der hat die Polearm Mastery halt noch nicht, ne? Deswegen muss ich kurz warten. Diese Zweihand-Exter, Alter. Die machen so viel Damage, das ist übel. Kopf ab, damit er nicht wieder aufsteht. Typen, die wiederkommen eigentlich als zwei. Das zählt als extra Kill. Du hast dann einen zweiten Kill, glaube ich. Wollen wir bei ihm gucken. Ich glaube, Nightcrawler, der hat bis jetzt nur einen. Aber ich denke, du hast dann einen weiteren Kill. Würde ich sagen. Oder bei ihm weiß ich es halt gerade nicht. Das kann bei Nightcrawly machen, weil ich glaube, bei ihm habe ich nur einen Kill bis jetzt gehabt. Wenn überhaupt. So, Nightcrawly. Ne, Nightcrawly hat nur einen Kill. Dann zählt es vielleicht doch nicht als weiterer Kill. Ne, ich glaube, es zählt pro Kopf. Und da ist der gleiche Gegner, dass er wiederbelebt wird. Zählt das nur als ein Kopf. Die XP hätten mich halt interessiert, ob ich da quasi mehr XP kriege, weil ich zweimal den gleichen Dude kill, aber ich vermute nicht. Ich vermute dann doch nicht. Muss man jetzt nachgucken. Und dann haben wir schon mal 14 von 30. Da haben wir ja die Hälfte von unserem Maximalsoll an Köpfen schon erfüllt. Also du kriegst ja, wir haben ja nur 14 Gegner und auch wenn der wieder aufsteht, haben wir trotzdem nur 14 Köpfe. Also wir kriegen ja nicht extra Geld dafür. So, Svenno, was machen wir eigentlich aus dir? Auch noch nicht ganz klar, ne? Aber so wie es aussieht, auch ein Dodge-Nimble-Dude, dann wollen wir das hier haben. Und das. So, insgesamt. Kannst du schon mal Dodge kriegen? War schon noch ganz gut. Und Bender den Level up. Hier, gut. Up, up. Ich weiß nicht, ob du dann hier mehr kriegst. Bab. Ah, hat er zwei mehr gekriegt. So, jetzt müssen wir zurückgehen. Aber zumindest nochmal ein paar mehr XP für die zusätzlichen Hits. Ich glaube, Hits geben keine XP. Nur Kills geben XP oder Kills zugucken. Hits an sich geben dir kein XP, soweit ich das weiß oder gesehen habe. Es ist scheißegal, ob jemand keinen Hit macht und komplett zuguckt, aber 500 Hits macht und aber keinen einzigen Kill. Nur Kills an sich geben, glaube ich, Bonus XP für einzelne Leute. So, das gab 1000 und eigentlich sollten sie aber noch happy sein. Wie gesagt, jetzt gab es hier eigentlich eine ganz geile Axt, die wir uns nicht leisten können. Da müssen wir einiges verkaufen. Hier sind die Verkaufspreise nicht so gut.
nicht so gut, leider. Ja, ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Ich meine, ich gucke auch Twitch-Streams genau für sowas, um so Sachen rauszufinden oder sich auszutauschen. Von daher vollkommen fein. Dinge nicht zu wissen. Man muss halt nur zugeben, wenn man Dinge nicht weiß. Das ist das Einzige. Quiver of Arrows, Quiver of Bolts. Aber hier kann ich auch kein, gibt's kein Taxi der Mist, ne? Hier können wir noch eine Training Hall machen bei unseren Low-Level-Boys hier. Da und da und da, dass die schneller leveln. Wenn wir die gut nachgezogen kriegen. Bist du eigentlich ein Lowborn? Ne, Custom to Combat. Ailing und Dumb. Oh, der ist Dumb, den können wir. Den können wir zu Kultist machen, weil er dumm ist. Das ist super gut. Den können wir zu einem ganz guten Damage-Kultisten machen mit den 60 Base. Und ein bisschen Defense. Come on, higher. Higher that shit. Dann bist du jetzt Jorn. Ups. Jorn. The Spire. Glaube ich, war es, oder? Ne, Squire, nicht Spire. Ups. Squire. Hört man das so? Ja, da fehlt ein U. So, du kriegst erstmal von uns. Wie wär's denn mit einer 140er Rüstung? Und du hast einen 105er Helm. Wie wär's denn mit einem besseren Schwert? Und wie wär's denn mit einem Base-Schild und mit einem Dolch? Ja? Hört sich gut an, oder? Mein lieber Jean? Du wirst irgendwann noch ein Kultist werden. Weil, wie gesagt, ich habe jetzt mal nachgeguckt. Kultisten können nur Leute in ihre Reihen überzeugen, die nicht sonderlich helle im Kopf sind. Ansonsten funktioniert das nicht. Ansonsten funktioniert das nicht. Ich will hier nicht reparieren. Ich mach die direkt weg. Ich mach die direkt weg hier. Das und das da. Genau. Ein Gottfried the Lucky. Nee. Das ist mir aber kein Auftrag mehr, das ist natürlich blöd. In Weißenschacht waren wir lange nicht, ich geh mal nach Weißenschacht. In der waren Aufträge auf jeden Fall. Let's go. Gönnen wir uns die mal. Weiß nicht, wie lange der Winning-Status anhalten muss, mit die Endgame-Crisis vorbei ist, ehrlich gesagt. Aber dass wir bei der Undead Scourge schon auf Winning sind, ist ziemlich nice. Und wieder ein Saufen, das ist wichtig. Gibt's eine Hexenquest? Zwölf. Boah. Ihr wollt ja gar nichts bezahlen. Was sagt der Waffenschmied? Waffenschmied sagt Basic Waffen. So, das ist eine Karawane. We need to pay more for this. Ach, Suderbusch. Was willst du hier von mir? Ready it, study it, see ruins of Borgen and Hellhole Crypt. My spies believe they are home to incredible powers that are fueling the undead. Okay, wir sollen wieder zwei Undead-Sachen killen für 4k. Oh Gott. Zwei Undead-Sachen für 4k. Wenn man die trennen kann, sollte es aber machbar sein, oder? Was ist das hier? Search High and Low for Honorable, it seems to be so to steal.
I'll be honest with you, I made dealing with the witches. Okay, das ist die Witch Quest für 4600. Das ist nicht mal eine Noble Quest. Alter. That isn't worth it. Nope. So, wir speichern mal und ich würde mal gerne versuchen, die Noble Quest mit dem hier zu machen. Ruins of Borg und Hellhole Crypt. Sind die markiert? Die eine ist markiert. Das ist die Hellhole Crypt. Wo ist denn Ruins of... Du Scheiße. Die sind ja übel auseinander. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, kann natürlich sein, dass wir jetzt Necro-Servants und so ein Shit haben. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Reveals extended information about footprints. Der Scout ist doch besser, oder? Travel faster, prevent sickness. Hier gab es nicht irgendwas, was immer einen Scout-Report gibt? Cartographer? Nope. Brigand? Ministre? The Agent? Nee. Gibt nichts, was immer ein Scouting-Report gibt. Wir sollten aber nicht bei der Nacht angreifen, ehrlich gesagt. Bei Untoten, wir klicken mal nur in die Nähe. Ja, Hellhole Crypt ist close. Ja, das wissen wir schon. So, let's go, Hellhole Crypt, die gibt's schon ewig. Geist und Fallen Heroes. Bin kein Fan. Es könnte wieder sein, dass wir jetzt ordentlich auf den Sack kriegen. Bin kein Fan. Fallen mehrere Geists. Fuck, ey. Ich meine, es ist nur ein Fallen Hero, aber es sind lots of Armored Wiedergängers, a few Wiedergängers. Wie kommen die Geister niemals ran? Wenn der Hexenquiz alles dabei gewesen wäre. Ja, kind of. Und ich weiß nicht, ob wir die Moral-Minus-Sachen überstehen würden. Ich glaube nämlich wahrscheinlich nicht. Moral hast denn du? Du hast 78. Du kannst solo kämpfen. Du hast 78 Moral. Du solltest eigentlich auch keine große Moralproblematik haben, wenn die Geists dich angehen. Ben ist ähnlich. So, da sind die Geists. Bei euch sollte das eigentlich ziemlich okayisch sein, wenn ihr irgendwie an die Seite geht, um da zu fighten. Bei Topsy ist es halt nur 70. Das ist halt schwieriger. Nightcrawler ist, glaube ich, auch noch nicht so gut. Du hast auch 77 Mozzarella-Bräune. Du könntest eigentlich auch solo ein bisschen zurechtkommen, was die Moral angeht. Sonics hingegen hat nur 55. Der hat da, glaube ich, Schwierigkeiten. The fuck? Da kann ja nur eins laufen. Hä? Wieso hatten der nur 3 AP? Hab ich ihn schon gemoved? Nicht doof? Dann Sepp hat halt auch übel viel Moral. Komm mal nur nicht schnell zur Seite, das ist ein bisschen der Knackpunkt. Es ist trotzdem runtergegangen. Wir haben es trotzdem geschafft, einen negativen Moral-Check zu triggern. Die sind aber zur Seite gegangen. Jetzt kurz warten und dann außen rumlaufen? Mit allen Leuten?
Den Fallen Hero haben wir noch gar nicht gesehen. What? Hier oben ist ein... Der Fallen Hero ist eine Kultist? What? Fuck. Lockt das? Shit. Eben doch vorwärts laufen sollen. Und sie in die Enge stellen, weil das hier blockt nur Movement. Wir hätten hier drüber pieksen können auf den Geist. Oh, da ist noch ein Geist. Die AP sind übel nervig, ehrlich gesagt. Gerade keinen Kopf ab. Beste waren die, die man quasi nicht im Range mit Range genau, aber dafür brauchen sie nur einen Hit, also sie haben genau ein HP. Genau. Geister kannst du nicht snipen. That's the problem. That's the problem. Aber wir haben aber 4 Geists. Uff. Alter, macht der wenig Damage. Also ich kann es hier versuchen, aber ich habe nur 5% Chance, den zu hitten. Also, das ist super niedrig. Wenn ich einen Step mache, kann ich schon nicht mehr schießen. Ach, wir warten mal kurz ab. Ich glaube, ich bleib genau da stehen. Ich müsste ziemlich mittig stehen. So. Und zack. Hier oben sind wir gleich durch. Das ist ziemlich gut. Mal den. Eigentlich ist aber genau, die Geister müssen eigentlich genau das sein, was wir gut hinkriegen. Wenn wir mal ehrlich sind, da ging der Kopf leider nicht ab. Er hat es gerade so überlebt, ne, die Sau. Blöde ist, dass hier unten unser Svenno gerade schon was auf die Nase gekriegt hat. Wenn wir möglicherweise mal irgendwie rausswitchen müssen. Hat Sepp genug Defense? Er hat 52 Defense. Du kannst versuchen, den Fallen Hero zu übernehmen. Wir können dich mal tauschen. Und dann nimmt unten da Sono. Der Fallen Hero steppt leider genau rein, wo ich eigentlich Platz haben wollte. Ja, da oben ist es wieder kritisch. Da oben wird es jetzt schon wieder doof. Ach komm schon, der 95er, der wieder nicht hittet. Oh Mann. 2 95er, die nicht hitten. Alter Spiel. Ja, und noch ein 78er auch noch nicht hittet, weil wir noch eine 100 rollen. Wir haben 196 100 gerollt. Am Arsch. Alter Vater. Ach, noch eine... Alter. Diese Runde geht ja gar nichts mehr. Du hast keine Ausdauer mehr, ne? Jetzt so ein Kernproblem. Du hast doch genug Defense, um da ran zu steppen, oder? Ja. So, dass wir schon mal am einen Geist dran, dass wir ihn mal rausnehmen können da oben, damit er nicht unseren Dude hier noch sonst wie zerlegt. Da oben ist nämlich auch keine Moral-Power mehr auf dem, deswegen kriegt er das auf. Das ist sogar Mozzarella-Bräune, oh oh.
Ups. Hallo, Koblu. Ja, wir haben hier gerade heftige Gegner, aber ansonsten hoffe ich, dass es ganz gut läuft. So, machen wir den Kopf erstmal ab. Dann versuchen wir den da zu killen. Ja, du hast die Hose schon halb voll, das ist richtig. Das ist mein Problem gerade. Die Leute stehen wieder auf, da war ja was essen. Warum denn gerade hier? Der hier unten macht irgendwie nichts. Der da oben macht halt was, das ist das Problem. Und ich komme hier nicht durch. Ich muss doch hier nur mal durch. Mal hier oben helfen gehen, glaube ich. Du hast aber hier einen dran. So, es trefft die 95er wenigstens wieder. So, jetzt kann der hier auch durchmoven. Wie geht's dir, Blue? Was geht ab? Da treffe ich meinen eigenen eventuell. Danke, nein. Ja, und der will jetzt hier so rennen. Das ist ein bisschen das Problem. Hört auf, meine Leute zu verprügeln, ihr Schweine. Ich habe nichts zu tun, du kennst es doch. Du hast nichts zu tun. Ich gebe eine ganz einfache Problemlösung. Heute Abend startet die nächste Path of Exile Liga. Fängst heute Abend um 10 an, du hast die nächsten 4 Wochen immer was zu tun. Weiß Bescheid. Was? So dunkel bei mir? Eigentlich ist es nicht so. Ah, doch. Ist dunkel eingestellt. Moment, ich habe die Kamera halt schlecht eingestellt. So dunkel ist es gar nicht, aber heute früh hat die Sonne reingeschienen. Da. Das ist gleich besser. Danke für den Hinweis. Danke für den Hinweis. Kopf ab. Ach, du rennst ja auch. Ach, ist er doch kacke, ihr Dudes. Ist er doch kacke. Brauche ich doch für die Bonkenings. Wieder, der Durchgang wird dann wieder blockiert. Ich könnte kotzen. So, du musst jetzt mal irgendwie die Leute rallyen. Das geht ja gar nicht mehr hier. Ja, und vielleicht treffen wir ganz gut Abbruch. Eine Ausdauer für Rally? Ich hab nicht genug Ausdauer für Rally the Troops. No. Hey, fuck. Fuck my life. Jungs, kommt zurück. Es ist alles chillig. Jetzt muss hier unser Nightcrawler das hier unten übernehmen. So, den haben wir. Ein paar Geister haben wir damit down. Doch nicht auf den Kopf, du... Ach, jetzt rennst du auch da oben, weil du einen Kopf... Weil du einen Hit... Ach, dammit. Manchmal hasse ich das Spiel, ne? Komm zurück. Okay, der hat wieder Bock. Sehr gut. Eigentlich meine Tanks... Nein, du warst der, der die Scheiße da oben killen muss. No! Jetzt ist Sepp instant auf Fliegen gegangen. Och, Scheiße. Ich habe gar nicht drauf geachtet, ob ich hätte rallyen können. So, Fallen Hero dead. Es muss auch euch mal wieder hier positiv stimmen. Wir haben gerade einen Fallen Hero gekillt. Kommen übrigens saugut durch. Trotz Geister. Nur, dass unsere Leute ein bisschen dumm wegrennen, aber die haben halt genug Defense, um wegrennen zu dürfen. Also, eigentlich ist das voll okay. Wir haben ja noch einen Geist als Gegner und einen von denen. Ja, kommt wieder ran. Komm.
Komm schon, ja, ist alles gut, alles gut. Ganz entspannt, Jungs. Ganz entspannt. Ja, der kommt wieder, das ist. Ja, dass der Fallen Hero wiederkommt, ist eine absolute Frechheit. Jetzt rennt er schon wieder. Machen wir mit dem vorwärts. Batz, wieder getötet. Sehr gut, Svenno. Machst einen guten Job. Gehen wir mal mit hier hin. Sono. Ich wollte erstmal eigentlich hier die Leute aufschneiden. Ah, der Kopf geht wieder nicht ab. Bleibt doch da, Jungs. Es ist nicht so schlimm, wie ihr das macht. Ist alles nur halb so wild. Treffen würde, wäre es zumindest nur halb so wild. Ich hasse es, wenn so 45er. Okay, 45er noch halbwegs okay ist, aber gibt ja viel schlimmere, die fehlen können. Batz, guck mal, jetzt ist es sogar confident, unser guter Mann hier. Sehr geil. Stell die mal daneben, damit die bessere Hitchance haben. So, sehr gut. So. Schneiden wir den Fallen Hero mal auf. Bruno bewegt sich. Du hast auch wieder Bock. Sehr schön, Ben. Jetzt rennt halt Sepp leider die andere Richtung weg. Jetzt rennt der wieder weg. Das ist ein bisschen ein Meme. So, jetzt haben wir den letzten Geist down. Jetzt entspannt euch und geht kämpfen, Jungs. Wir haben ja noch einen Fallen Hero vor uns. Lauft ihr nachher oder so? Naja, das sagt der Gegner zwar, aber hier wurde überhaupt nichts gelaufen. Die Narren. Alter, 4 Kills, Blue. Holy moly. Das hier bist du. Ordentlich Damage. 500 XP. Richtig fett. Richtig fett. Goldcoins. Und sonst ist hier nichts Spannendes dabei. Einfach nur ein bisschen Coins. Aber wir haben es sehr gut geschafft, also. Wir haben es sehr, sehr gut geschafft. Dafür, dass das so eine Undead-Bastion war. Eine Untoten-Bastion. So, Mozzarella-Bräune. Plus 2, plus 3. Plus 4, I guess. Für mehr Ausdauer. So, ist die Frage, was geben wir dir als nächstes? Jetzt einfach direkt Killing Frenzy? Wahrscheinlich. Killing Frenzy, so, Blue, du hast noch gar nicht so viel. Was passiert eigentlich, wenn einer deiner Leute flieht und tatsächlich das Schlachtfeld verlässt? Ist dann nach dem Kampf weg? Danke. Ich denke, ich hab den noch, würde ich vermuten. Ist ja sonst, also du kannst ja per Hand auch fliehen. Ich denke, du kannst sie so dann sozusagen in Sicherheit bringen. Dann rutsch nicht aus, Blue, rutsch nicht aus. So, du kriegst mal plus 3. Next erstmal, Plus 5 würde ich, glaube ich, gerne haben auf die ja. Plus 2 für den Fall, dass halt irgendjemand mal rankommt. Jetzt kriegst du die Pole Arm Mastery. Dadurch können wir deutlich besser moven. Weil das ja ein fucking Pole Arm ist. Sehr, sehr, sehr viel geiler. So, jetzt müssen wir halt nur gucken, dass wir uns. Weil wir haben gar nicht. Ja, doch, reparieren müssen wir einiges. Wir haben ein paar Hits abgekriegt. Da müssen wir schon ein bisschen reparieren. Du hast noch. Oh, lol! Null, hier, zack. Erster Hit ist wurscht. So, müssen wir auf die andere Seite gumpeln. Können wir mal nach Treitenfest nochmal reinschauen. Ist halt ein Stück weit weg alles jetzt. Ist halt ein Stück weg. Also ich denke, du hast den noch, weil ich glaube, es muss extra Events geben, dass man Leute verliert. Das extra anzeigen. Von wegen, hier, die sind mit dir unzufrieden, die hauen ab. Ich glaube, sonst sind sie immer da. Also sonst verlierst du sie nicht so einfach. Die haben halt nur Angst, du sammelst sie quasi hinterher wieder ein. Nur Angst. So, ich hoffe, ich habe jetzt die Stärkere schon gemacht mit den Geistern und dem Fallen Hero. Aber Ruins of Borgen, mal sehen.
Ich würde noch kurz gern gucken, Camp, das Tag wird. Was? A whistling man ambles down the road. Cheery dog huffling. Der hat einen Hund, der kann nur ein guter sein. He stabs his walking stick into the dirt and tends his hands atop it. Some small talk is made of the weather, notably that the rain is in the belly of some oncoming clouds. He asks if maybe he could, ja klar, komm zu uns. Ever seen a green skin cleave a horse head off? Quite the sight, but I've also seen a horse kick an orc's teeth out and bury him in mud with stomping madness. Before God, I think that the horse is more akin to fancy a war than we are. Frightful, curious animals, sure, but violent. They say, left to themselves, they oft kill one another, kill each other's children and their children's children. It's a damn thing that women love us both. What the fuck? Ich weiß nicht mal, was er uns damit erzählen wollte. Hat sich jetzt irgendwie schlimmer angehört, als er war. Ja, der hatte kaum Rüstung, tatsächlich. Ich war super schnell durch seine Rüstung durch. Das hat extrem viel geholfen. Dass ich die Rüstung so schnell down hatte von ihm. Das hat extrem viel geholfen. Und der hatte halt auf dem Kopf zum Beispiel auch nichts. Wobei, doch, warte mal. Covered decayed closed flat top with mail? What? Das ist eine 230er Rüstung für Kultisten-Optik? Yo, nee, behalte ich. Fette Rüstung für Kultisten. Geil. Oh, geile Scheiße. Euch repariere ich mal nicht. Euch auch nicht, dich nicht. Ich habe sogar eine bessere Version der Winged Mace jetzt. Hier haben wir sogar eine bessere Version mit dem Winged Mace. Die brauchen wir alle nicht. So, jetzt hätte ich gerne noch mal ein bisschen davon. So, auf geht's. 230er Head Armor, fast nix. Ich dachte, also ich kenne das halt, dass es 70er sind, diese komischen Hauben. Ich dachte nicht, dass da noch Kettenpanzerung unten drunter ist. Ich weiß, dass ich in der Nähe bin. You don't say so. So, let's go. Lots of ancient legionnaires. Das ist, wenn das wirklich nur das ist, ist es voll okay. Da hat man den schwereren Fight gerade schon. 12, 12. Gut, sie haben halt Rüstungen, ne? Das dürfen wir nicht ganz unterschätzen. Ich glaube, hier könnten wir uns hinstellen und hätten nicht wirklich hingestellt. Haben wir 1 zu 1. Kettenjude. Ja! Genau, der Kettenjude sagt, das war halt. What the fuck is happening? Warum ist das ein Kettensack? Zumindest sollten wir jetzt nicht das Problem, dass unsere Tanks weglaufen eigentlich. Kommt erstmal ran, Jungs. Der kommt doch auf jeden Fall ran, oder? Weil die anderen hier Backliner haben, ne? Das ist ein bisschen das Doofe. Ja genau, wir müssen wieder. Das ist wieder so ein Ding von, wir müssen hier vorne aufhalten und dann mit um die Backline drumherum spielen. Dass wir irgendwie denen ihre Peaks erholen, weil die tun echt weh. Die tun echt weh. Hier, sowas da. Das ist schön, dass er schon mal vorne steht. Ben sollte das können. So, jetzt dürfen wir hier nicht zu nah rangehen mit Svenno. Sehr schön, den ersten schon down. Wenn wir hier zwei gehen, dürfen wir nicht attacken. Also gehen wir nur ein. Wenn man das auch, wenn man das tauschen würde, geht das auch nicht. Das ist Nightcrawly. Das ist Blocking Sight and Movement. Das, wenn die Blocking Sight hat, dann können die darüber nicht angreifen, ne? Also wenn hier steht, dass es Sicht blockiert, dann kann man darüber nicht attacken. Das heißt, wir können mit ihm hier hingehen. Hierum dürfte er angreifen, direkt hier drüber nicht. Immer das gleiche Problem. Mozzarella, du hattest ziemlich gute Defense schon, ne? Ja. Der ist nicht mal da vorne hin. Sonics hatte nicht so gute Defense. Stellt sich nochmal so hin. Ben hatte wieder die gute Defense, der wird auch angreifen. Zack.
Ja, und Sono muss auf jeden Fall mitten rein. Sono ist unser tankigster Tank von Tanks. Also der tankt alles weg. Also das kann ich beenden. Moment mal. Hab ich hier reingeschickt? Sepp habe ich hier reingeschickt. Ja gut, das ist unser Märtyrer. Das ist ja dann richtig. Ah, nur einen Overwhelm-Stack gekriegt. Das ist glaube ich nicht so geil. Wobei da steht kein Backliner dahinter. Das ist, dann ist es doch wieder geil. Boah, fast tot. Zack, tot. Zack. Oh, ist das fett. Du stellst dich mal hier hin. Zack, auch. Das ist so gut, diese fetten Waffen. Wie viel Damage die knüppeln. Auch wieder Blocking-Zeit, ne? Ja. Ein bisschen auf die Nase kriegen wir hier schon, aber ich denke, wir können das meiste davon ganz gut tanken. Ah, guck mal, den sogar schon raus. Perfekt. Den raus. Geil. So, das Schild schon mal weg. Kann mich besser treffen. Dran war er auch schon, das heißt, er kriegt diese Runde keinen Damage-Bonus. Er sein Damage minimiert, um dabei trotzdem das Schild zu entfernen. Ja, die Piekser. Die Range-Piekser, die tun weh. Die Range-Piekseriche, die tun weh. Wir wollen hier mal außen rumlaufen. Geil, Blockzeit. Ich dachte gerade kurz hoch. 39er Hit. 59er, trotz Shield-Bums, ne? So, jetzt ist Nightcrow wieder dran. Wir müssten mit dem hier eigentlich einen Schritt nach vorne machen, bevor der hier rankommt. Batz, geil. Das ist also diese One-Shots. Das ist wirklich so. Bonk, bonk. Bonk. Der frisst sich so dadurch. Und der macht auch ordentlich Damage. Kann ich jetzt nichts sagen dagegen, ne? Das kann ich schon was dagegen sagen. Das gefällt mir nicht. Ja, den machst du jetzt. Au. Geh weg. Kümmere dich um andere Leute. Oder so. Bleib schon mal stehen. Gehen wir mal auf der 2er Range raus. Den rund. Den rund. Noch ein wenig in der 2er Range stehen, der jetzt schon einiges abgekriegt hat, vor allen Dingen. Oua. Immer auf den gleichen, ey. Das ist so eklig. Wenn ich den rausnehme, der ist nicht der Turn dann. Der da hinten, der noch dran. Der hier hat auf jeden Fall noch eine Area of. What? Der darf nochmal pieksen. What the fuck? Ich dachte, der hätte schon gepiekst. Keine Ausdauer mehr, shit. %29, ja geil. Oh, ein scheiß alleine. Der muss mich mal tauschen, dann kann er mich da rein swappen. Kommt er nämlich auch ran, wenn er ihn swappt, genau. Aber wir wollen ihn ja eigentlich erhalten, wir wollen ja nicht, dass er stirbt. So, zack, zack. Guck mal, da haben wir jetzt relativ wenig noch übrig. Das war doch ganz okay.
Zack. So, verlegt. Das müsst ihr da unten noch machen. Warten wir mal ab. Du blockst das einfach nur. Nightcrawly geht mit ran. Packst dich hier mit hin. Machen jetzt Aufstellungsmanagement erstmal. Bleibst einfach da hinten. Ja, alles trifft, ey. Wahnsinn. Wahnsinn! So, 49. Das ist okay, du kannst da bleiben. Um mir mal das Schild wegzunehmen, für den Fall, dass es noch länger dauert. Ups. Schild ist weg. Nightcrawler hat den Kill gekriegt. Sehr gut. Das war gut. Das war sehr, sehr gut. Dafür 4K. Hat zwar viel rumgelaufen gewesen, aber insgesamt eigentlich ganz geil. Insgesamt eigentlich komm. Crawley plus 3, plus 2. So wenig. 5. Hier brauchen wir, glaube ich, deutlich dickere Rüstung. Sehr viel dickere Rüstung. 700, aber das lohnt sich auf jeden Fall zu reparieren. Die lohnt sich auf jeden Fall zu reparieren. Ja, die Rüstungen irgendwie nicht so. Gehen wir kurz nach Treitenfeste noch verkaufen, glaube ich. Ich glaube, da war der Verkaufspreis ganz okay. Machen wir dort noch einen Abstecher rein. Stech dich. So. Hier haben wir nämlich schon Sachen repariert und der Verkaufspreis ist bei 18. Na, guck mal, das ist doch ganz okay. Können wir schon mal Sachen loswerden, die entweder repariert sind oder Emil. Sowas hier, sowas hier. Den ganzen Kram. Noch eins davon, noch eins, noch eins. Das. Jo. 190. Ja, ja, das sieht alles ganz gut aus. Hier bei 9K. Und nehmen noch eins davon mit zum Operieren. 250 ist nicht ganz so geil, aber was soll's. Was soll's? Schauen wir uns das mal an. Moment. Ha! Du bist eine Sandfelskarawane. Ja, nee. Nee, wir legen uns nicht mit der Sandfelskarawane an. Die Sandfels mag mich bloß nicht, weil ich den ihre Söldnertruppe überfallen habe. Weil ich die Ambition hatte, eine Söldnertruppe zu killen. Das fanden die nicht witzig, seitdem mag mich Sandfels nicht mehr so richtig. Aber die greifen mich, glaube ich, nicht wirklich aktiv an. So sehr mögen. Also so gemein war ich dann doch nicht zu ihnen. So. Darauf erstmal einen trinken. Ach, der hat alles besoffen. Ach, dammit. So, rein looking for a window, dancing finger. Brigands have been taken off with precious livestock. Okay. Drive of Brigands and the Ruin of Kragenheim. Okay. Ist ja auf der anderen Seite. Moment, auf der Seite. Warum denn da drüben? Wir hätten vielleicht auf die Essen achten sollen. Upsi. Langsam von unseren 260 Essen runter. Während wir hier gerade über die Berge wandern müssen. Spine of the World. Ja, passt ganz gut mitten in der Welt. Das ist das Spine of the World ist. Unknown Garrison. Wollen wir jetzt bei Nacht gehen oder bei Tag? Oh, wir haben noch ein Level Up. Upsi, Nightcrawler hat ja noch ein Level Up. Mir die Frage ist aber bei Nightcrawler, du hast eigentlich 70. Könnten wir eigentlich auf einen besseren Waffentyp nehmen? Haben nur gerade nichts Gutes dabei, also ne, was die Cleaver angeht, ist es begrenzt und sowas. Du kriegst erstmal giftet. Plus 3 und plus 3 und plus 4. Ein bisschen mehr. Bisschen mehr Entspannung. Du bist noch ganz schön mitgenommen. Entsprechend tauschen wir dich gegen Masumodo aus. Jean haben wir noch, den wollten wir irgendwie eigentlich
mit drin haben. Weiß nicht, ob ich den gegen sowas einsetzen will mit seinen 17 Range Defense. Ja, gut, der hat auch nur 19 Range Defense, aber hat deutlich bessere Rüstung. Ich gehe mal kurz aufs Klo und überlege mir nochmal, wie ich die Aufstellung mache, weil Jean wäre eigentlich schon ganz gut, einfach zum Zugucken und ein bisschen XP kriegen. Guck mal, du bist besoffen, du bist... Ach scheiße, du bist ja auch besoffen. Oh no. Du bist ja auch besoffen. Wir brauchen übrigens wirklich mal einen neuen Bannerträger, weil durch das Asthma kann er seinen Rally the Troops gar nicht machen zwischendurch. Häufig. Jetzt ist er einfach nur ein passiver Bannerträger, das ist alles, was er ist. Ja. Xan, wir müssen dich mal ersetzen. Ricky nicht. Ja, das ist die Frage, ob wir Jean reinnehmen wollen für irgendjemanden. Aber wenn ja, für wen? Ich glaube, ein paar Leute, dann braucht das jetzt mehr Brain Damage hat, ne? Eieieiei. Ich glaube, ich habe niemanden von den Guten, den ich austauschen will, weil ich werde die als Frontline brauchen. Gegen die Range Dudes. Ach du Scheibenklasse. Oh, die haben nicht mal Fortification. Die haben keine Fortification. Die haben null. Da, doch, da ist Fortification. Aber das ist ja lächerlich, die Fortification, die sie haben. Ist ja basically null. Die ist ja basically null. Das finde ich gut. Das finde ich eine gute Option. Nee, das ist Nightcrawly. Upsi. Den will ich nicht da reinschicken, so YOLO Molo. Ja, Mozzarella, du musst hier oben irgendwie mal rumschauen, dass du da reinkommst. Ich stell dir Sonics zur Seite. Sepp will ich eigentlich nicht da rein, das ist halt... Wir machen uns mal bereit, besser laufen zu können. So, hier... Also Modo, euch schicke ich noch da hin. Sono mitten rein. Du musst erstmal hier hoch. Überhaupt. Aua! Hat sogar gehittet, die Sau. Die hitten sogar alle, die Schweine. Was für miese Priester. Wir schieben dich jetzt runter. Ach, dammit. Wollte ich schön in Masomodo reinschieben, dass der dich dann komplett verprügelt. Wollte ich schön da reinschieben, dass der dich komplett verprügelt. Den einfach geköpft und den auch fett gehittet. Ah, geil, Blue. Geil. Das macht mich an. Achso. Shield War und so ein Shit, ne? 48. Ja, viel besser als 48 wird's nicht. Alle schönen Schweine. Nice. Guter Hit, Abbruch. Guter Hit. Aufhören, meine Backline anzusnipen. Ist eigentlich schon Endgame oder wie bist du? Doch, ich würde sagen, das ist Endgame. Also wir haben unsere erste Late-Game-Crisis schon hinter uns und sind bei der zweiten. Also, im normalen Run kommt man anders ins Endgame, weil wir ja diesen Kultisten-Run jetzt machen. Da werden die Leute deutlich besser, deutlich schneller, aber doch, wir sind schon ziemlich im Endgame. Wir sind jetzt dabei, die Leute und die richtig guten Bros hochzuziehen. Also würde ich schon sagen, dass das als Endgame zählen kann. Gezählt werden sollte. So. Ja. Wir haben hier irgendwie extrem starke Rüstung, mit, glaube ich, 300er Rüstung, genau, 300 Kopfrüstung, 335er Bodyrüstung. Wenn wir uns mal die Gegner angucken, die haben 20 und 110, also wir sind schon sehr, sehr, sehr weit mit unseren Leuten gerade. Oh, Mozzarella, ach, hier hinten ist ja ewig lang der Weg dahin, das ist... Das ist ja doof.
Wir können sogar im Nachteil, wenn wir unter ihnen stehen und sowas kämpfen, also... Das ist schon Endgame. Und wir one-tappen die manchmal. Bats! Also insgesamt, wir sind ja irgendwie Tag 300 fast. Das ist sehr, sehr weit. Die erste Late-Game-Crisis ist so bei Tag 100 bis 120 irgendwas in der Drehe. Ach, come on. Und das Problem ist aber nur noch, dass das Ranged-Gegner uns ganz schön zerfetzen. Ranged-Gegner zerfetzen uns... Svenno hat sich einen Kill geholt, das ist sehr gut. Der hat ja einen Zweihand-Bums. Zweihand-Bums, die sind eklig. Die tun weh. Lass mir das, würde ich sagen. Bei dem noch einen mit. Haben alle keine Lust, die tauschen hier ständig raus, ne, die Jungs. Die tauschen hier ständig raus. So, jetzt kann ich dich aber mal reinschubsen und hier hochgehen. Hallo. Vielleicht wenigstens den Höhennachteil nicht mehr allzu sehr. Vielleicht kann ich hier versuchen. Yes. So, haben wir den Höhennachteil ausgeglichen? Wo ich denn jetzt den anderen Dudes da drüben? Soll ich doch hier rüberlaufen? 59, 37. Nicht den. Oh! Ja, und wie gesagt, One-Hits sind halt. Passieren. Daran sieht man auch, dass es Late-Game ist. Ja, auf den gezielt, den davor getroffen ist. Auch fein für mich. Hau mal auf den Kopf, bitte. Guten Tag! Du darfst mal... Nee, du hast sogar... Warte, du darfst mir ein Schwert zweimal hitten. Das darfst du. Finde ich eine Frechheit. Ja, da kannst du stehen bleiben, glaube ich. Lass mal hier hinten hin. Du gönnst dir mal den noch einen Hit. Mozzarella-Bräun ist auch endlich im Spiel angekommen. Hat so nur wieder den Kill gekriegt. Das wollte ich eigentlich nicht. Aber naja. Nojo. Das ist dann halt so. Hat sogar den Hit dahinter gemacht. Geil. Sogar den getroffen, den ich wollte. Überlebt, ey, wieder mit einem HP, ne? Ne, vier. Mit vier HP überlebt der, die Sau. Wir haben keine Hunde mehr, sehe ich gerade. Die Hunde kann man eigentlich ganz gut einsetzen, damit die hier solche wegrennenden Dudes jagen, aber ich habe keinen einzigen Hund. Im Aktivierungsbereich, glaube ich. Den kriegen wir eh nicht mehr, der läuft, glaube ich, weg, bevor wir dran sind. Ja, wir haben leider eine Verletzung gekriegt auf Blue. Blue hat sich ein bisschen die Wange gepiekst. Das ist dann halt so. So, 1200 Kronen, let's go. Dafür haben wir ein Level-Up auf Svenno. Gott! Wieso kriegt er nur so Shit-Rolls auf Defense, ey? Den müssen wir zum Backliner machen, wenn er so weitergeht. Den müssen wir einfach zum Backliner machen, wenn er so weitergeht, weil wir sonst eine absolute Problematik hochkriegen. Der wird sonst ständig gehittet. Puff. Puff, 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 puff.